Einen wunderschönen guten Abend. Welcome back to the show of nobody knows. Das nächste Stück ist quasi weihnachtlich. Zu Hause hatten wir immer echte Bäume, also ohne Plaste, aber mit Holz drin und dran. Und auch echte Kerzen ohne Elektrizität drin, aber mit Feuer drauf. Und später, als ich größer wurde, haben dann andere Menschen, die dann in meinem Leben aufgetaucht sind, immer gesagt, ah, echte Kerzen, mein Gott, gut, dass du das überlebt hast. Wie oft liest man Weihnachten wieder 6 Familien im Elver abgebrannt, weil das Kind mit den Kackswerzen gespielt hat. Und das Mädchen, das in dem jetzigen Stück vorkommt, das hatte kein gutes Ende genommen, aber die Schuhe, die haben es gemacht. Und Marcel möchte an dieser Stelle auch nochmal sich moderativ partizipieren. Ja, also wir bitten um vorsichtigen Umgang mit offenem Feuer, um die Versicherungssolidargemeinschaft nicht so zu gefährden. Danke. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus, als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und Sing und Sang. Da sah sie plötzlich vor sich stehen ein Feuerzeug nett anzusehen. Ich zünde mir ein Hölzchen, wie's oft die Mutter hat getan. Und Mips und Mauts, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten, der Vater hat's verboten. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und licht, es flackert lustig, knistert laut, grad wie es auf dem Bilde schaut. Doch weh, die Flamme fasst das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar. Und Mips und Mauts, die schreien gar jämmerlich zu zweit. Herbei, herbei, der Hit, geschwind im Feuer steht das ganze Kind. Miau, 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 so hilft das Kind brennlich stahlo. Miau, 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 so hilft das Kind brennlich stahlo. Verbrannt ist alles ganz und gar, das arme Kind mit Haut und Haar. Häuflein Asche bleibt allein und beide schon so hübsch und fein. Und Mips und Mauts, die Kleinen, die sitzen da und weinen und ihre Tränen fließen, die sprechen auf den Wiesen. Miau, miau, miau. Wo sind die armen Eltern? Wo sind sie? Oh, miau, miau, miau. Wo sind die armen Eltern? Wo sind sie? Oh, miau, 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 miau. Wo sind die armen Eltern? Wo sind sie? Oh, miau, 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 miau. Wo sind die armen Eltern? Wo sind sie?
jetzt fragst du dich. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass man bestimmte Gesichter immer in gewisse Kontexte einordnet. Wenn ich manchmal Menschen außerhalb eines Auftritts treffe, die ich sonst nur vom Auftritt kenne, dann rattert es immer im Kopf. Ein ähnliches Modell fahren wir heute. Wir haben drei Stücke dabei. Drei populäre Kinderlieder. Und der Text des Kinderliedes wird auf die Melodie eines anderen Kinderliedes gepackt. Ich beginne den illustren Reigen. Danach dürfen Fred und Marcel singen, währenddessen ich die Originalakkorde dazu spiele. Und das hat nicht nur für uns Unterhaltungswert, sondern auch, wer das richtige Stück errät, und zwar das instrumentale Stück, der schickt uns bitte eine E-Mail an info@nobodyknows mit dem Betreff Kinderlieder raten. Du musst am Ende nur auf die normale Dauer kommen. So, Achtung, volle Konzentration, jetzt ist Marcel dran. Eins, zwei, drei. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Sehr, sehr schön. Und nun noch das dritte Stück zum Mitraten. Warte mal, Fred, du musst mir kurz zeigen, worum es sich handelt. Ja, alles klar, sehr schön. So, und jetzt aller guten Dinge sind 5. 1, 2, 1, 2, 3. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir nochmal das dritte Stück für Aaron. So, jetzt haben wir schon. Auf der Mauer, auf der Lau sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Viel Erfolg! Wir lesen uns! Liebe Freunde, liebe Fans, liebe Wegbegleiter, liebe Familie. Als es im März den ersten radikalen Lockdown gab, war das für die Kollegen und mich ein sehr herber Einschnitt ins Leben. Marcel ist derjenige von uns, der finanziell am unabhängigsten ist. Für Aaron, Fred und mich sah die Geschichte anders aus. Im April und Mai ging nichts, im Juni wenig, im Juli etwas mehr. Und ab Juli, eigentlich auch schon in den Monaten davor mit den Corona-Sessions, haben wir unfassbar viel Loyalität, Freundschaft, Wohlwollen und Großzügigkeit erlebt. Wenn wir eine Liste derer machen würden, bei denen wir uns bedanken müssen, wäre die unendlich lang und würde wahrscheinlich die meisten Zuschauerinnen langweilen. Deshalb verzichten wir auf die einzelne Nennung. Wir danken euch allen für ein unfassbar schwieriges Jahr, das wir nur dank und wegen euch überstehen konnten. Zum morgigen Konzert, an dem sozusagen nochmal alle Titel der letzten Kalendertürchen nacheinander laufen, wünschen wir euch ganz viel Spaß und bleibt behütet. Bunny